Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen am zweiten Konferenztag. Nur der frühe Vogel fängt den Wurm oder hört den Vortrag. Ich danke den Interessierten, die es schon geschafft haben, zu dieser nachtschlafenden Zeit bereits alle geistigen Kräfte zu mobilisieren und sich unserer Konferenz anzuschließen. Ich habe mich der Thematik der Konferenz entsprechend beschäftigt mit der Mehrdimensionalität der Schnittstellenproblematik zwischen strategischer Zweckfindung und operativer Umsetzung. Zunächst sollten dabei verschiedene Gesichter, Erscheinungsformen, Dimensionen und Aggregatzustände erfasst und die in der Schnittstelle zwischen strategischer Zweckfindung und operativer Umsetzung begegnet, sowie die Symptome identifiziert werden, in denen sich Defizite der Fähigkeit zur systematischen Beherrschung dieser Schnittstelle manifestieren. Dabei konnte folgender Ausgangsbefund erhoben werden. Je nach Aufgabenqualität, Funktionsträger, Führungsebene und Begriffsverständnis von Strategie ergeben sich unterschiedliche Dimensionen der Schnittstelle. Schon bezüglich der Abgrenzung der Zuständigkeit in jeder einzelnen davon gibt es gravierende Auffassungsunterschiede, erst recht im mehrdimensionalen Zusammenhang. Zweitens, Funktionsstörungen an der Schnittstelle erschweren, verlangsamen und verkomplizieren den strategischen Führungsprozess nicht nur, sondern sie gefährden die Erreichung des strategischen Zwecks und die Strategiefähigkeit insgesamt. Drittens, das Nichterreichen von Zwecksetzungen wird häufig dann durch Verweis auf Fehlleistung an der Schnittstelle entschuldigt bzw. der Umsetzungsebene angelastet, wenn eine willensbasierte, langfristige strategische Zwecksetzung, wenn sozusagen der linke Nachbar fehlt. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn kein dem in der Konferenzreihe erarbeiteten Strategieverständnis genügendes Moment vorliegt. Wenn also beispielsweise Politik ausschließlich als Kunst des Machbaren verstanden wird, wenn kurzfristiger Aktionismus langfristiges Denken überwiegt, wenn der Glaube vorherrscht, strategische Gegensätze könnten grundsätzlich diskursiv aufgelöst und in ein Win-Win-Verhältnis übergeführt werden oder wenn die Augen davor verschlossen werden, dass langfristige Sicherheit in der Regel eine Einschränkung des Lebensstandards im Jetzt verlangt. Im Hinblick auf die langfristige Sicherheit des Staates zu erbringen, wird Aufgabe des Bürgers sein. Insbesondere wird das Fehlen eines strategischen Moments, was Russland Europa mit dem Überfall auf die Ukraine gerade schmerzlich vor Augen führt, dann sichtbar, wenn westliche Demokratien vom Frieden als Naturzustand ausgehen, wenn also diese Demokratien glauben, dass der Friede beim entsprechend passiven Wohlverhalten andauert und nicht verstehen, dass die Erhaltung des Friedens einer ständig erneut zu erbringenden und zu erkämpfenden aktiven Kulturleistung bedarf. Mangelnde Strategiefähigkeit würde sich auch im Verdrängen der geopolitischen Realität zeigen, dass ein entstehen gelassenes konventionell militärisches Machtvakuum von der Gegenseite regelmäßig gefüllt wird oder aktuell sogar im Setzen auf eine pazifistische, feministische Außenpolitik, die zwar in der Komödie des Aristophanes in Form der durch Lysistrate organisierten kollektiven Verweigerung zum Erfolg führte, in Wirklichkeit bekanntermaßen aber keine Option darstellen konnte, den Peloponnesischen Krieg und den Sieg des kriegsbereiteren Sparta über das reiche und bequem gewordene Athen zu verhindern. Die Erkenntnis, dass die Schnittstelle nicht funktionieren kann, wenn eine der beiden Bandlaschen des Scharniers fehlt, scheint trivial, gewinnt aber dann an Bedeutung, wenn man in Betracht zieht, dass ein solches Fehlen oftmals schwer erkannt wird und durch den Verweis auf Fehlleistung der Umsetzungsebene verschleiert werden kann, was im besten Fall dazu führen könnte, dass einfach das falsche Bein eingegipst wird. Es gibt Gegensatzpaare an Aufgabenqualitäten, die auf den ersten Blick vermuten lassen, dass sie eine weitere Dimension der Schnittstelle darstellen, die auch in gewisser Weise mit ihr korrelieren, letztlich aber doch nicht deckungsgleich sind. Gerade diese vermeintlich scheinbare Übereinstimmung und die verführerische Ähnlichkeit können bei ungenauer Interpretation zu einer gefährlichen Einengung des Rollenprofils künftiger Generalstabsoffiziere führen. Ich spreche damit das Verhältnis zwischen Planung und Umsetzung bzw. zwischen Planung und Führung an. Daraus haben wir im Konferenzteam schon vor 2 Jahren begonnen, mit der Ableitung von Thesen begonnen. Thesen, denen die Erkenntnis zugrunde liegt, dass die Nahtstelle zwischen Zweckfindung und Umsetzung eher als eine Brücke, ein Interaktionsmechanismus, denn als trennende Schnittstelle zu verstehen wäre. Es geht also weniger um die strikte Abgrenzung von Zuständigkeiten, sondern um eine bewusste synergetische Überlappung. Allerdings mit einer klaren Vorstellung darüber, welche Funktionen in diesem Übergangsbereich durch wen wahrzunehmen werden und welche spezifischen Fähigkeiten ihn dazu legitimieren. These 1.
Vom Funktionieren dieser Schnittstelle hängt nicht nur der friktionsfreie Ablauf des strategischen Führungsverfahrens, sondern die tatsächliche strategische Wirksamkeit ab. Das heißt, die Frage, ob die strategische Zwecksetzung mit der notwendigen langfristigen Qualität überhaupt erreicht werden kann. These 2. Militär und Militärwissenschaft stehen naturgegeben zu beiden Seiten dieser Nahtstelle. Damit ergibt sich die Schnittstellenproblematik nicht nur zwischen der militärischen Führung einerseits und der politischen Ebene andererseits, sondern auch innerhalb der militärischen Führungshierarchie. Nur wenn die militärische Führung sich dieser Notwendigkeit, dieses Stehens in zwei Steigbügeln bewusst wird, kann sie den größtmöglichen Sicherheitsnutzen für den Staat erbringen. These 3. Die Schnittstelle ergibt sich abhängig von der jeweils betrachteten inhaltlichen Dimension an einer anderen Stelle, was zu unklaren Verantwortlichkeiten und die strategische Wirksamkeit beeinträchtigten Feldperzeptionen führen kann. These 4. Die Militärwissenschaft müsste daher die Grundlagen und Verfahren entwickeln, die notwendig sind, um künftigen militärischen Führern zur Beherrschung dieser mehrdimensionalen Schnittstelle zu befähigen und um Forschung und Lehre in beiden Disziplinen Strategiewissenschaft und Einsatzführungswissenschaft unter Berücksichtigung der wechselseitigen Abhängigkeit zwischen beiden sicherzustellen. These 5. Damit bildet die Befähigung zur gleichzeitigen Abdeckung beider Wirkungsstränge die Voraussetzung dafür, dass das Militär den größtmöglichen Sicherheitsnutzen für den Staat erbringen kann und begründet andererseits gleichzeitig deren Alleinstellungsnutzen. These 6. Wir gehen von einem in den Vorkonferenzen entwickelten Strategieverständnis aus, bei dem die politikbereichsübergreifende, auf militärischer Beurteilungslogik basierende Beurteilung und die daraus resultierende, entscheidungsvorbereitend beratende Mitwirkung des Militärs einen unverzichtbaren Beitrag zur gesamtstaatlich-strategischen Zwecksetzung leistet. These 7. Weil die notwendige Zweckfokussierung militärischen strategischen Denkens und damit die Schnittstelle zwischen Militär und Politik die Gefahr bergen, das Scharnier zur operativen Umsetzung zu vernachlässigen, entweder weil die operative Führung im visionären Nirvana belassen oder dadurch gegängelt wird, dass die obere militärische Führung die operative Planung gleich selbst miterledigt und die operative Ebene so zum reinen Durchführungsinstrument degradiert. In beiden Fällen würde man sich einfach vor der Lösung der Schnittstellenproblematik drücken. Damit stehen die durch die Zweckfokussierung an Bedeutung gewinnende Schnittstelle zwischen oberer militärischer und politischer Entscheidungsebene einerseits und die Schnittstelle zwischen strategischem Denken und operativer Führung andererseits im wechselseitig bedingten Abhängigkeitsverhältnis und sollten daher auch in dieser Abhängigkeit behandelt werden. Strategisches Denken soll daher als so ausgerichtet verstanden werden, dass es beiden Schnittstellenerfordernissen in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit und damit dem kaskadierenden Wirkungszusammenhang zwischen den einzelnen Stufen des strategischen Beurteilungsprozesses gerecht wird. Wohingegen Clausewitz den strategischen Zweck als Domäne der politischen Führung sieht, an dessen Findung der oberste Feldherr aber als Mitglied des Kabinetts entscheidungsvorbereitend, beratend mitwirkt und der nach dem wofür bzw. warum der strategischen Handlung fragt und die Ziele als Wegmarken einer nach dem wie fragenden Umsetzung versteht, geht das Ends-with-Means-Verständnis eher davon aus, dass sowohl die Erarbeitung als auch die Entscheidung über die Ends in der ausschließlichen Verantwortung der politischen Ebene liegen. Damit wäre die obere militärische Führung ausschließlich auf Ways und Means, also die operative Umsetzungsplanung, festgelegt. Das bedeutet im Gegenzug, dass ein wesentlicher Teil der sich im gegensätzlichen Zweck-Ziel-Mittel-Verständnis ergebenden Schnittstellenproblematik einfach den Preis dafür darstellt, dass militärische Expertise Führungsleistung steigern und gleichzeitig demokratiekompatibel in den Prozess der Entscheidungsvorbereitung und Findung über die strategische Zwecksetzung eingebunden werden kann. Der militärische Führungsgrundsatz, zusammengehörige Geländeteile unter einen, nämlich die Verantwortung dessen zu stellen, der dorthin die besseren Wirkungsmöglichkeiten hat, lässt sich an der Schnittstelle zwischen Strategie und Operation nicht so einfach oder auch nicht sinngemäß anwenden, weil die Verantwortung für strategische Zwecksetzung beinhaltet die Entscheidungs- und die Beratungskompetenz nicht ausschließlich in der Hand der Politik liegen kann, eben weil letztere die militärische oder militärfachliche Entscheidungsvorbereitung nicht leisten kann und schon gar nicht ausschließlich in der Hand des Militärs, weil dies dem demokratisch verfassten Staat niemals legitimiert werden könnte oder dazu berufen sein kann. Damit entsteht Abstimmungsbedarf an der Schnittstelle im Wesentlichen dadurch,
dass es eine unabdingbare demokratiepolitische Notwendigkeit ist, den auf Basis der militärischen Beurteilung erarbeiteten Entscheidungsvorschlag auch politisch zu legitimieren. Das heißt, die notwendige demokratische Qualität würde dann strategische Effektivität kosten, wenn es nicht gelänge, entsprechende Verfahren zur Beherrschung der Schnittstellenproblematik zu entwickeln. Genau diese Aufgabe hat sich die Konferenz zum Ziel gesetzt. Daraus abgeleitet sollten aufgrund ihrer Charakteristik und ihres naturgegebenen ursprünglichen Aufgabenprofils das Militär im Idealfall, die Militärwissenschaft jedenfalls, mit je einem Bein auf der einen und der anderen Seite der Schnittstelle stehen, weil sie ihren optimalen, das heißt alleinstellenden, unverzichtbaren Nutzen für die Sicherheit des Staates eben nur dann erreichen können, wenn sie im übertragenen Sinne in beiden Steigbügeln stehen. Clausewitz definiert einerseits die operative Führung mit diesem Satz, der an Klarheit nichts zu wünschen überlässt. Er definiert aber auch, ebenfalls unter dem Begriff der Strategie, in den höchsten Regionen, wo sie an Politik und Staatskunst grenzt, oder vielmehr beide selbst wird er inkludiert, also auch den Fall, dass es nicht die Person des Feldherrn und Herrschers in einem ist, sondern dass es eine Institution, einen militärischen Generalstab gibt, der an der Schnittstelle zur Politik arbeitet. Interessanterweise zeigt die englische Übersetzung, die mir General Milotard genannt hat, von Peter Perret mit dem Vorwort von Brody, eine Übersetzung, die im Prinzip diese Problematik überhaupt nicht aufgreift. Er sagt, dass zwischen Strategie und Staatskunst eigentlich kein Unterschied ist. Also die Problematik, die uns umtreibt, ist Militär dazu legitimiert, an der Schnittstelle beratend wirksam zu werden. Er kennt das englische Original nicht. Also diese Sprengkraft, die Clausewitz Übersetzung hat, ist in der englischen Übersetzung gar nicht vorhanden. Nicht, weil es schlecht übersetzt wäre, sondern weil diese Problematik dem englischen, der englischen Militärkultur offensichtlich nicht eigen ist. Er inkludiert beides unter seinen Strategiebegriff. Er unterscheidet, somit legt er die Subsumierung der Zwecksetzung und der Umsetzungsdimension den Grundstein für das Verständnis, dass sich das inhaltliche, nicht auf die Legitimation zur Entscheidung bezogene Verantwortung des Militärs und der Militärwissenschaft eben auf beide Seiten der Schnittstelle erstrecken muss, wenn das Militär den maximalen Sicherheitsnutzen erzielen soll. Clausewitz legt also einen Strategiebegriff vor, der Strategie im heutigen Verständnis, einschließlich der Beratungsfunktion an die politische Ebene und die operative Führung beinhaltet. Und er tut dies, so hatten wir abgeleitet, weil er erkennt, dass die Beherrschung beider Dimensionen für sich und deren gleichzeitiges Zusammenwirken nur durch das Militär sichergestellt werden kann und also dessen alleinstellende Leistung darstellt. Und weil dieser Zusammenhang auf der von ihm entwickelten spezifischen militärwissenschaftlichen Methodik beruht, die sich durch die dialektische Verkuppelung von Theorie und Empirie im hermeneutischen Zirkel auszeichnet. Strategie im heutigen Verständnis verkörpert dabei in gewisser Weise den theoretischen, a priori rationalen und die operative Führung den empirischen Teil seiner militärwissenschaftlichen Methodik. Vermutet darf werden, was natürlich einer vertiefenden Untersuchung bedürfte, dass er mit der fehlenden Unterscheidung zwischen Strategie im heutigen Verständnis und operativer Führung unbewusst schon die Zusammengehörigkeit beider Dimensionen, ihre wechselseitige Abhängigkeit und damit das Alleinstellungsmerkmal einer modernen Militärwissenschaft, nämlich die gesamtheitliche Verantwortung über beide Zweige, vorgezeichnet hat. Die Militärwissenschaft, die ihr Grundlage für das strategische Denken im Militär schaffen soll, tut dies über zwei Wirkungsstränge. Einmal direkt über den Streitkräfteeinsatz zum Schutz der Bevölkerung, einmal indirekt über strategisches Denken und die daraus resultierende entscheidungsvorbereitende Ebene. Versinnbildlicht ließe, was im Hintergrund vielleicht ganz leicht sich sehen lässt, dass auf der rechten Seite man das Bild der Athene, auf der linken Seite das Bild der Athene, Göttin der Strategie, auf der rechten Seite das Bild des Ares, Gott des Krieges. Auch die griechische Mythologie kennt also diese zwei Gesichter, die den beiden Fähigkeiten des Militärs zugrunde liegen könnten. Es ergeben sich daher für die obere militärische Führung und die Militärwissenschaft gleichermaßen die Notwendigkeit der Abdeckung des Gleichzeitigkeitsbedarfs bezüglich beider Wirkungsstränge, weil die alleinstehende Befähigung zur Strategieberatung daraus resultiert, dass das militärische Denken im Gegensatz zu zivilen Disziplinen sich mit Strategie beschäftigen, auf der Kenntnis der militärischen Umsetzung, militärischer Beurteilungslogik,
der Fähigkeit zur Ermittlung des militärspezifischen Ressourcenbedarfs und zur Bestimmung, der sich aus dem Verhältnis zwischen strategischer Ambition und den dafür freigegebenen Ressourcen ergebenden Risikos beruht. Mit dieser Darstellung soll nun versucht werden, die Dimensionen des strategischen Denkens, der operativen Umsetzung, der Ermittlung des Ressourcenbedarfs und der Bestimmung des einzugehenden Risikos in einen modellhaften Wirkungszusammenhang zu bringen, der ein Muster für die systematisch-organische Zusammenwirkung an der Schnittstelle zwischen Zweckfindung und operativer Umsetzung bieten könnte. Dieser Wirkungszusammenhang ist einerseits kaskadierend, weil er den strategischen Führungsprozess als einen von der strategischen Zwecksetzung legitimierten politischen Entscheidungsebene ausgehenden, über die zur Entscheidungsvorbereitung und strategischen Denken berufene militärische Führung hinunter bis zur operativ und logistisch umsetzenden militärischen Führung ablaufenden Prozess darstellt. Andererseits ist er zyklisch iterativ, das heißt in sich ständig wiederholenden Beurteilungszyklen jeweils steigenden Präzisierungsgrades gedacht, weil die Beurteilung des Ressourcenbedarfs und die Ermittlung des verbleibenden Restrisikos auf die operativ beurteilende Ebene rückwirken, die Beurteilung der operativen Ebene auf das entscheidungsvorbereitende strategische Denken der oberen militärischen Führung und letzteres auf die strategische Zweckentscheidung der politischen Ebene. General Schröter hat das gestern hervorragend beschrieben. Damit wird die politische Entscheidung durch eine militärwissenschaftlich fundierte Beurteilungslogik basierende Strategieberatung unterstützt und durch ein empirisches Element in Form der Ermittlung des Ressourcenbedarfs und der Bestimmung des Restrisikos abgesichert. Sie sehen hier die Parallelität zur Wissenschaftsmethodik Clausewitz. Dieser Zyklus korreliert mit dem hermeneutischen Zirkel von Clausewitz, weil eben nur die operative Ebene eine Ressourcen- bzw. Machbarkeitsplanung mit genauem hinreichend engmaschigen Einblick in die Lage bzw. in die herrschenden Umfeldbedingungen durchführen kann, muss die Rückkopplung von der operativen zur strategischen Zwecksetzung ermöglicht werden, damit der unter Nutzung der vollen kreativen und visionären Bandbreite zunächst ohne Rücksicht auf logistische Machbarkeit gefundene strategische Zweck nicht zu einem ressourcenmäßigen und unabdeckbaren Luftschloss mutiert, zu dem noch ein unvertretbares Risiko hinzutreten würde. Die Rückkopplung von der operativen Umsetzung zur Zwecksetzung könnte auch nach dem Vorbild des in den Vorkonferenzen behandelten Clausewitzschen Wirkungszirkels, das ich noch herausbringe, abgeführt werden, der eben pragmatische mit visionären Herangehensweisen operativ verknüpft. Die iterative Verkoppelung der Umsetzung mit der Zwecksetzung setzt allerdings voraus, dass einerseits die Stabsstellen, welche die logistische Machbarkeit und die operative Umsetzungsplanung durchführen, und andererseits die Stabsstellen, welche der strategischen Zwecksetzung inhaltlich und entscheidungsvorbereitend zuarbeiten und die Ergebnisse der Umsetzungsplanung in eine für die politische Ebene nutzbare Form übersetzen, ein und demselben fachlichen Bildungshintergrund entspringen, also in ein und derselben spezifischen militärischen und militärwissenschaftlichen Beurteilungslogik sozialisiert worden sind. Das bedeutet einerseits, dass die Militärwissenschaft tatsächlich die beiden Stränge politikbereichsübergreifende Strategiewissenschaft und Einsatzführungswissenschaft abzudecken hätte und andererseits, dass die Kompetenz der oberen militärischen Führung, wenn auch eingeschränkt auf die entscheidungsvorbereitende Beratung, hinweg über die Schnittstelle strategische Zwecksetzung, operative Umsetzung in den Bereich der strategischen Zweckfindung reichen müsste. Clausewitz meint dazu, dass der oberste Feldherr zum Mitglied des Kabinetts gemacht werden solle, damit selbe Teil an den Hauptmomenten seines Handelns nehme. Daraus ließe sich ableiten, dass es um eine Information geht, um ein Mitlebenlassen des Kabinetts. Interessanterweise gibt es bereits in den ersten Auflagen eine Abänderung, die geht davon aus, dass der Verbleib des Generalstabschefs oder des obersten Feldherrn im Kabinett dazu dient, um Einfluss auf die Entscheidung des Kabinetts auszuüben. Dieser Passus wurde von Halbig als Fälschung herausgestellt, der so nachträglich nach Clausewitz angesetzt wurde. Clausewitz selbst meint also ganz dezidiert die Information. Diese Darstellung zeigt nun zwei Dimensionen. In dieser Darstellung soll die unterschiedlichen Dimensionen der Schnittstelle und ihr mögliches Zusammenwirken der jeweiligen Bandlaschen des Scharniers modellhaft dargestellt werden. Dimension 1, die ist um die Dimension zwischen strategischer Zweckfindung und operativer Umsetzung, die Dimension 2 zwischen Politik und Militär.
Die Dimension der Schnittstelle, die zwischen inhaltlicher Strategie und operativer Umsetzung unterscheidet, liegt innerhalb des Militärs. Unter inhaltlicher Strategie soll dabei im Gegensatz zur entscheidungsbefugten Setzung des strategischen Zwecks das Denken über den Zweck und der daraus erfließende entscheidungsvorbereitende Vorschlag verstanden werden. Die Dimension der Schnittstelle, die zwischen oberer militärischer Führung und Politik differenziert, liegt innerhalb des Gesamtthemas Strategie, das gesamtheitlich und in einem Guss gedacht werden muss. Gleichgültig, ob es in die Domäne der legitimierten Entscheidung über den strategischen Zweck fällt oder in die des Erdenkens strategischer Optionen. Damit ist das Militär in jeder Hinsicht mit dem umfassenden Spektrum der Strategie befasst und muss daher seine Militärwissenschaft sowie seine Generalstabsausbildung gesamtstaatlich und politikbereichsübergreifend, allerdings eingeschränkt auf die Thematik der langfristigen staatlichen Sicherheit, ausrichten. Die Ermittlung des bezogen auf die gegebenen Ressourcen nicht abzudeckenden Restrisikos kann logischerweise nur im detaillierten Ende eines jeweiligen Beurteilungsdurchlaufes erfolgen. Reicht die militärische Beurteilungszuständigkeit nicht bis in die politische Ebene hinein, so wird das Ergebnis der Risikoermittlung nicht in jedem Beurteilungsdurchlauf an die Entscheidungsinstanz herangetragen und es besteht die Gefahr, dass Militär auftragsgemäß versucht, den Beurteilungsprozess unter Aussparung der Entscheidungsebene durchzuführen und das Ergebnis erst nach dem Abschluss aller innerhalb der militärischen Stäbe abgeführten Durchläufe vorzutragen. Da nicht bei jedem auftretenden Ressourcendelta Undurchführbarkeit gemeldet werden kann, werden militärischerseits häufig Vorbehaltskonzepte erarbeitet und zur Entscheidung vorgeschlagen, die auf der Annahme einer späteren Ressourcenerweiterung basieren oder beispielsweise durch ein Abstellen auf die Eintrittswahrscheinlichkeiten von Bedrohungen relativiert sind. Würden diese Vorbehalte nicht deutlich genug artikuliert oder von der Politik nicht ausreichend berücksichtigt, so bestünde die Gefahr, dass de facto das Militär ein Risiko für den Staat einginge, was eindeutig und ausschließlich nur der demokratisch legitimierten politischen Ebene zustehen kann. Und das Militär nolens aut volens die Verantwortung für Schäden mittragen würde, die aufgrund fehlender Ressourcen bzw. des Eintritts einer mit geringerer Eintrittswahrscheinlichkeit bewerteten Bedrohung schlagend werden könnten. Das dargestellte Modell soll damit eine dialektische Synthese bilden zwischen der führungsleistungssteigernden Einbindung militärischer Expertise in die strategische Zweckfindung, der empirischen Bewährung strategischer Arbeitshypothesen durch die Rückmeldung der operativen und logistischen Umsetzung und dem uneingeschränkten Primat der Politik zur Entscheidung über den strategischen Zweck. Klärungsbedürftig scheint die Verortung des Begriffes Militärstrategie an der im Modell dargestellten Schnittstelle. Wird Militärstrategie als der durch das Militär wahrzunehmende Teil der Strategie verstanden, dann scheint das insofern ein Widerspruch in sich zu sein, als Strategie gerade durch die Fähigkeit der Politikbereichsübergreifung definiert ist, was beispielsweise durch die Rolle des Thukydides im hauptsächlich nicht militärisch besetzten und jedenfalls nicht militärisch dominierten Stratos des Strategenkollegiums belegt wird. Der Begriff Militärstrategie würde allerdings dann Sinn ergeben, wenn man darunter das verstehen wollte, was ich versucht habe, mit der inhaltlichen, politikberatenden, aber inhaltlich denkenden Strategie bezeichnet habe. Kommen wir nun zu dem Begriff, der eine scheinbare Übereinstimmung mit der Schnittstelle zwischen Zwecksetzung und Umsetzung hat, das aber nicht in Wirklichkeit tut. Eine Unterscheidung zwischen Planung und Umsetzung scheint konstruiert und irreführend und jedenfalls nicht mit der Gegenüberstellung von Zweckfindung und Umsetzung in Deckung zu bringen. Planung kann nämlich verstanden werden, einerseits als erster Schritt der Umsetzung mit dem Ziel, bekannte, zumeist bereits vorhandene Ressourcen, Aktivitäten, Rahmendaten in zeitliche Ordnung und Abfolge zu bringen und linear in die Zukunft zu extrapolieren. Man könnte das mit dem Bild des antiken Architekten verdeutlichen, der den Grundriss eines fertig entworfenen Hauses mit den Fußsohlen in den Sand plantet. Der Begriff Planen kommt nämlich etymologisch von der Planta pedis, der Fußsohle, und genau von dieser Tätigkeit des Plantens, des Grundrisses eines Hauses für den Bauherrn. Es wird dabei aber nichts Neues entworfen. Es wird dem Bauherrn lediglich dargestellt, in welcher Form mit dem Bau des Fundaments begonnen wird. Also ein erster Schritt der Planung, kein kreativ-visionärer Akt, auch eigentlich keine strategische Qualität.
Planung könnte aber auch im Sinne der irreführenden Wortschöpfung strategische Planung verstanden werden, die darauf abzielt, mögliche alternative Zukünfte durch starre und vorgefertigte Eventualfallpläne abzudecken. Es kommt uns dabei sofort der Begriff der Szenarienplanung in den Kopf. Obwohl für zukünftige Ereignisse konzipiert, hat bei Eintritt eines der vorgezeichneten Szenarios letztlich doch wieder reaktiven Charakter, weil für die möglichen Optionen doch wieder vorgefertigte Maßnahmenkataloge und Handlungsanweisungen angefertigt werden müssen. Martin van Krefeld in seinem Buch Kampfkraft sieht den Grund für die überlegene deutsche Führungsfähigkeit darin, dass dort im Gegensatz zu den überbordenden amerikanischen Stäben, die zur Ausarbeitung der unüberschaubaren Menge an Contingencies notwendig waren, mit kleinen Stäben geführt werden konnte, weil die Führer zur selbstständigen Führung und Beurteilung ohne Rückgriff auf Eventualfallpläne ausgebildet waren. Moltke nun, der auch gestern schon zitiert wurde, Moltke der Ältere, war im Gegensatz dazu, was ihm häufig unterstellt wurde, nicht grundsätzlich planungsfeindlich. Er macht lediglich den Punkt, ab dem die Anzahl der Möglichkeiten im Gefecht exponentiell zu steigen beginnt, zum Kriterium für die Entscheidung, bis wohin geplant und ab wo geführt werden muss. Er zeigt also, dass sich das zu analysierende Gegensatzpaar nicht zwischen Planung und Umsetzung ergibt, sondern zwischen Planung und selbstständiger Beurteilung bzw. Führung in der gegebenen Situation. Takt des Urteils nennt Clausewitz das. Letztere, nämlich Beurteilung und Führung, stellen zweifelsfrei die höherwertigen Fähigkeitskategorien eines Generalstabsoffiziers dar. Umso nachdenklicher stimmt daher die Zuschreibung des Attributs generalstabsmäßig geplant als erste und herausragende Assoziation mit dem Begriff des Generalstabsdienstes und die Tatsache, dass sich diese zwar anerkennend gemeinte, aber an der ersten und vorrangigsten Aufgabe, nämlich zweckfindend strategisch zu denken und aufgrund selbstständiger Beurteilung auch ohne Rückgriff auf Eventualfallpläne lagegerecht zu führen, vorbeigehende Attribuierung auch in das Selbstverständnis von GOs, Generalstabsoffizieren, eingeschlichen haben könnte. Dies korreliert auch mit dem durch General Milodat in seinem Werk über das preußisch-deutsche Generalstabssystem gestützten Verdacht, dass Generalstäbe des deutschsprachigen Raumes seit Clausewitz häufig freiwillig auf die operative Rolle zurückgenommen haben. Dabei darf nicht vergessen werden, dass eine stärkere strategische Mitwirkung der Generalstäbe in Verbindung mit dem von Clausewitz angemahnten und vorgelebten Widerstandsrecht dazu beigetragen haben könnten, viele der schlimmsten Gräuel des Zweiten Weltkriegs zu verhindern. Die Konferenz versteht sich daher auch als eine mögliche Grundlage dafür, ein strategischeres Selbstverständnis in die Generalstabsausbildung einfließen zu lassen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Stehe für Fragen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Sehr geehrter Herr Brigadier, lieber Wolfgang, das war schwere Morgenkost, muss ich sagen. Ich darf das sagen als Kurskamerad. Sehr theoretisch, aber stringent argumentiert. Ganz herzlichen Dank. Gibt es von Ihrer Seite Fragen? Genau. Ich möchte etwas sagen zum Feldherrn, der Mitglied des Kabinetts werden soll. Die Amerikaner haben ja nach dem Vietnam-Debakel alles neu arrangiert im Goldwater-Nichols Reorganization Act. Und man kann sagen, dass der Feldherr, der also Mitglied des Kabinetts wird, jetzt verschiedene Personen sind. Es ist der aufgewertete Generalstabschef, es ist der Verteidigungsminister, es sind die Theater Commander, die ja auch sehr viele Machtbefugnisse bekommen haben. Sodass also man sagen kann, was Clausewitz gesagt hat, der Feldherr oder als Moltke noch der Feldherr war, dass das jetzt auf verschiedene Schultern verteilt ist. Ja, Dankeschön, Herr General. Ist es eigentlich keine Frage, eine Feststellung. Ich darf dazu aber noch ergänzen, ich glaube, der Unterschied, vielleicht ist es bei mir nicht ganz herausgekommen, ist gar nicht so sehr die Frage,
ob es jetzt der Generalstabschef, ob es die Theater-Commandos, wie viele das sind. Die Frage ist, ob dieser Beitrag, der militärischerseits in die Entscheidungsfindung des Kabinetts hineingetragen wird, ausschließlich militärisch ist oder ob diese Beurteilung militärischerseits Politikbereiche mit einschließt. Und meine These, und ich glaube, das kommt aus Clausewitz heraus, wäre, dass die militärische Aufgabe bei der Entscheidungsfindung des Staates darin besteht, dass dieser Beitrag nicht auf das Militärische eingeschränkt ist, sondern politikbereichsübergreifend über alle Politikbereiche. Was ihn aber von der Politik unterscheidet, ist die Zielrichtung auf die staatliche Sicherheit. Militär kann also nicht jede Strategie des Staates arrogieren, aber sie kann es koordinierend und entscheidungsvorbereitend für den Bereich der Sicherheit, aber das über mehrere Politikbereiche. Ich darf den Herrn Knappe das Wort erteilen. Eine Anmerkung und eine Frage. Die Anmerkung, das, was Sie gerade zuletzt ausgeführt haben, mag theoretisch richtig sein, aber Politik muss das auch wollen. Und der militärstrategische Ratschlag ist manchmal schon einer, weil von der Politik gewollt, vorgegebene Ratschlag, wie ihn die Politik haben möchte. Also ich habe große Zweifel daran, das ist keine Kritik, das ist einfach, ich kann mich da nicht ausnehmen. Ich habe 13 Jahre im Ministerium gearbeitet und habe oftmals den Eindruck gewonnen, dass der militärstrategische Ratschlag sich dann am Ende irgendwo sehr stark daran orientiert, was das Primat der Politik hören möchte. Das ist einfach Faktum. Das hört sich alles theoretisch wunderbar an, aber wir leben nicht mehr in der Zeit von Clausewitz. Das ist vielleicht die Anmerkung. Und die Frage ist, weil das gestern auch der Generalmajor Schröter sagte, das hört sich für ein Militär toll an, Planung bis zum ersten Zusammentreffen mit dem Feind und dann Führung. Für mich ist Planung, und ich will das mal auf den Bereich runterbrechen, den ich die letzten 4 Jahre verantwortet habe, auf der operativen Ebene, ist für mich Planung bereits Teil von Führung. Also der Führer ist in die operative Planung, und ich behaupte mal, auf der strategischen Ebene kann das nicht anders sein, involviert und muss dort bereits Führung zeigen. Also Führung beginnt nicht erst beim Zusammentreffen mit dem Feind, sondern Führung ist Teil des Planungsprozesses. Und wenn Sie heute in den Battle-Ritten eines NATO-Kommandos, aber es gilt auch für ein EU-Kommando auf der operativen Ebene sehen, dann ist das ein Führungsprozess, wo der Führer an ganz bestimmten Prozessen in der Entwicklung einer Planung involviert ist, Entscheidungen zu treffen. Also Planung ist für mich Teil von Führung. Oder stehe ich da im Widerspruch zu Ihnen? Also von daher, was Herr Molk gesagt, hört sich gut an, aber das teile ich so nicht. Herr General, Sie haben, glaube ich, also die zwei Schlüsselstellen meines kleinen Ausarbeitung voll erwischt, nicht von einem Fachmann nicht anders zu erwarten. Selbstverständlich, dort wollte ich hin. Planung ist erster Schritt der Umsetzung, ist Teil der Führung. Aber man kann Planung im Sinn des älteren Moltke eben nicht einfach auf die Strategie hinziehen, weil Moltke ja nicht die Planung an sich geißelt, sondern eine bestimmte Art der Planung. Die durch einen vorgefassten, vorgezeichneten und dann einen Contingency-Plan. Also eine Planung, die ein Handlungsrezept für die Zukunft legt und den Mann davon entbindet, in der Situation entscheiden zu müssen. Diese Planung geißelt er und die andere Planung sieht er als Teil der Führung. Kernaussage, wir dürfen uns nicht in den Irrglauben flüchten, dass Strategie mit Contingencies, mit Szenarien vorgeplant werden könnte. Und je nachdem, was passiert, ziehen wir den richtigen Zettel heraus. Das wollte ich herausbringen. Und der zweite, noch gravierendere Punkt, ja, genau aus diesem Grund versuchen wir auch die politische Führung mit unseren Inhalten ein bisschen auch aus dem Busch zu locken. Natürlich muss die Politik das wollen. Ich denke aber, dass mit dem, was Russland jetzt zeigt, vielerseits oder vielerorts die Frage aufkommt, ob eine solche Beratung, von der ich gesprochen habe, die sich aus Clausewitz ableiten lässt, nicht notwendig gewesen wäre, damit Europa jetzt nicht in diesem Fiasko dasteht.
Und ganz interessant die Frage, ob politisch gewollt und ob die Politik nicht vielleicht auch militärische Planungen zurückbekommt, schon so, wie sie sie will, habe ich ja sehr höflich umschrieben in dem Prozess, den General Schröter aus der Praxis gestern beschrieben hat, indem ich sage, es ist eine ganz eigentümliche Mechanik, dass wenn also die Politik sich von dem Eingehen des Risikos ein bisschen distanzieren will, weil das ja immer politisch heikel ist, lässt man den Durchlauf, der jedes Mal, dieser iterative Durchlauf, der im Militär abläuft, den jeweiligen Input, wie viel Risiko bei den gegebenen Ressourcen verbunden ist, gar nicht erst zur Politik durch, sondern man lässt den Durchlauf so lang durchlaufen, bis das Militär, so wie Sie sagen, eine für die Politik angenehme Lösung vorschlägt. Und damit wird eigentlich das Militär in die Lage gebracht, okay, wenn wir ein bisschen, ich formuliere ganz flapsig, ein bisschen Risiko übernehmen, weil es ja sehr unwahrscheinlich ist, dass es passiert, können wir ein der Politik, gefällig ist das falsche Wort, aber der Politik korrelierendes Ergebnis bringen. Und das, denke ich, dabei überschreitet Militär seine Kompetenz, weil das Militär sagen muss, dieses Risiko besteht, wenn ihr es eingehen wollt, tut es. Aber bitte lasst das nicht auf unsere Schultern abgleiten. Das wollte ich damit ausdrücken. Ich darf zuerst den Herrn Divisionär Urs Gerber um seine Frage bitten. Danke. Also zuerst möchte ich mal herzlich danken. Sie haben mir aus dem Herzen gesprochen, aus meiner europäisch-abendländischen Sicht im theoretischen Idealfall, was wir bei uns in der Schweiz die sogenannte Schullösung bezeichnen. Und ich stimme mit General Knappe natürlich überein, wenn wir dann in die Praxis einsteigen, hat das so seine Tücken. Wir haben das gestern ja auch bei General Schütter gehört. Nun meine Frage, inwiefern ist das, was Sie hier präsentiert haben, eine idealtypische globale Lösung? Wenn ich gestern Admiral Schneider zugehört habe und ich habe mich lange mit Sowjetstreitkräften beruflich auseinandergesetzt, die haben das bis ins Detail geplant, aber das entspricht eben, und Sie haben es indirekt angesprochen, nicht dem, was Sie hier vorgetragen haben. Ich habe persönliche Erfahrung gemacht mit dem rein amerikanischen System, schon dort sieht man unterschiedliche Ansätze. Und last but not least, und dann wird es dann total anders, wenn Sie im asiatischen Raum arbeiten. Also ich hatte vor allem mit den Koreanern und dann in der Allianz mit den Amerikanern, dann sieht das dann relativ ganz anders aus, weil das Wertesystem und die gesellschaftliche Entwicklung und der erzieherische Hintergrund ein völlig anderer ist, der dann diese Aussagen zwar zur Kenntnis nimmt, der Asiate würde lächeln und Ihnen sagen, sehr gut gemacht, Herr General, aber er denkt völlig anders. Und das ist ja dann letztendlich ein Problem, das wir haben, wenn wir in Konfrontation kommen mit einer dieser anderen Wertevorstellungen, dass wir immer das Gefühl haben, wir machen das Richtige und nehmen das, was der andere denkt, vielleicht zu wenig in Betracht. Also meine Frage ist, wie universal kann Ihr idealtypisches Modell, das Sie hier so brillant vorgetragen haben, übertragen werden auf andere Wertesysteme? Danke. Herr Divisionär, ein zweites Steckenpferd von mir angesprochen, die Kulturraumspezifität von Führung. Dieses System kann meines Erachtens vielleicht im kontinentaleuropäischen Raum, idealerweise im deutschsprachigen Raum angewendet werden. Der deutschsprachige Raum hat ein höheres oder zeichnet sich daraus eine ganz breit über viele Ebenen hinunter ausgerollte humanistische Allgemeinbildung, die ermöglicht ein Widerstandsrecht, die ermöglicht eine selbstständige Beurteilung, die ermöglicht das Führen durch Auftrag. Wir haben den Unterschied zwischen Ends, Ways, Means und Zweck, Ziel, Mittel, also nur eine scheinbare Übersetzung. Ich habe die Zitation angeführt, wie Perret und Brody den Clausewitz-Text zeigen, die verstehen überhaupt nicht, wie man auf die Idee kommen kann, den Feldherrn ins Kabinett zu bringen. Die Zugang zu Contingency Plans, Krefeld beschreibt das, und er beschreibt sogar eine komplett unterschiedliche Führungsleistung, die daraus resultiert, dass man sich einmal auf starr gefasste Vorbehaltspläne behaftet. Also es ist kulturraumspezifisch. Und es ist möglicherweise, wenn ich so diesen, wir haben militärisch den Grundsatz, Schweiß spart Blut, man könnte auch sagen Hirn spart Blut, wenn ein Raum, der grundsätzlich ressourcenschwach ist, sozusagen Bildung und geistiges Substrat
zum Kompensat für numerische Überlegenheit zu machen. Im Prinzip, das ist die Auftragstaktik. Damit wird klar, wie kulturraumspezifisch all das ist. Und letztlich, man kann zum Beispiel Führung in unserem Verständnis nicht nur Englisch übersetzen. Es gibt keinen Begriff, der wirklich korrelieren würde. Frau Magister Manuela Krüger, bitte. Herzlichen Dank. Danke auch für Ihren interessanten Vortrag. Sie hatten pazifistische und feministische Außenpolitik in einem genannt. Das hat mich etwas irritiert. Ja, pazifistisch extra betont. Es ist mir um pazifistisch, nicht ums, es ist mir um das pazifistische gegangen. Ja. Okay. Und meine Frage wäre eben, welchen auf der politisch-strategischen Ebene, welchen Ansatzpunkt hätte denn die feministische Außenpolitik? Gäbe es das überhaupt in Ihren Vorstellungen, was Ihre Konzepte angeht? Und Sie sagten ja schon, es wäre keine Option im Peloponnesischen Krieg. Aber ich bin der Meinung, wir hätten da schon auch Möglichkeiten, auch eine feministische Außenpolitik mit in ein strategisches Konzept einzubinden, ohne dass weniger Wert entstehen würde, vielleicht sogar ein Mehrwert. Also das kann ich mir gut vorstellen. Was wäre Ihr Ansatz dazu? Dankeschön. Frau Krüger, Sie kennen meinen Ansatz, dass ich so grundsätzlich der Meinung bin, dass Strategie eher weiblich als männlich ist. Ich habe das mit der Bildnis von der Vase, Zeus, Athene, Gnabe stirbt und so weiter abgeleitet. Ich bin fest davon überzeugt. Also es hat in keinster Weise irgendwas gegen das Feministische, sondern ich glaube zutiefst, dass Strategie, Vorausdenken, den Kampf zunächst vermeiden, eher auf langfristige Sicherheit schauen, das entspricht eher nicht dem männlichen Denken. Und der Mann ist eigentlich, glaube ich, naturgegeben eher in der operativen Bekämpfung plötzlich auftretender Gefahren. Also um diesen Punkt geht es mir nicht. Es geht mir ums Pazifistische. Und pazifistisch im Sinne von nie wieder Krieg zum strategischen Zweck zu erheben, ich kann nicht eine Abstinenz, ein Nichttun zu einem Zweck erheben. Und das ist mein Ansatz und das zeigt sich ja, wir hatten ja lange Jahre geglaubt, dass wir ein Vakuum im Osten Europas entstehen lassen können und das würde sich aufgrund guter Verhandlungspolitik, guter Verhandlungslösungen nie wieder füllen. Die alte Geopolitik ist zurück, zeigt, dass genau das Gegenteil der Fall ist und dass Strategie eben nicht diskursiv gelöst und zum Wohle beider Konfliktparteien gelöst werden kann. Ich denke, dass die pazifistische Art jetzt durch den Ansatz Putins zunächst einmal für die nächsten Dekaden einen gewaltigen Dämpfer bekommen hat und ein gewisses Maß an nützlicher, operativer, zumindest Gegenschlagskapazität natürlich notwendig sein will, um den Frieden aktiv und proaktiv zu erhalten. Und das war, wogegen ich mich bei dem Wort passiv abgrenzen wollte. Nicht feministisch, das ist mit hineingerutscht, weil diese Ansätze ganz gut sind. Und weil so in der Neuen Zürcher Zeitung war ein Artikel, der das ganz interessant verglichen hat, eben mit der Komödie von Aristophanes. Herr Oberst hätte noch eine Frage. Ja, vielen Dank dafür, dass Sie Planung und Führung in einen Zusammenhang gebracht haben mit dem Takt des Urteils. Die Frage ist ja, wie erzieht man zum Takt des Urteils? Und General Milotat kann vielleicht mich korrigieren, wenn ich jetzt sage, in der Generalstabsausbildung, ich bin nun auch 40 Jahre schon dabei, wir haben das primär versucht, indem wir Planungsprozesse initiierten, also Generalstabsausbildung, sehr viel Planung von Übungen und natürlich auch durch Führungserfahrung wollen wir den Takt des Urteils erziehen. Bei Clausewitz war das aber ganz anders. Clausewitz wollte den Takt des Urteils erziehen durch das sokratische Gespräch, insbesondere auch über militärgeschichtliche Ereignisse. Und ist, ich sag mal, unser Schwerpunkt Planung und Führung nicht eine der Ursachen dafür, dass wir dieses sokratische Gespräch auch mit Politikern in der Strategieberatung nicht so richtig führen können, weil wir als Soldaten eigentlich primär darauf gepolt sind, zu planen und zu führen und nicht so sehr einen strategischen Dialog zu führen? Herr Oberst, Sie treffen genau den Punkt. Ich glaube, dass dieses generalstabsmäßig geplant etwas ist, was uns selbst zu gefallen beginnt. Diese Zuschreibung beginnt uns zu gefallen. Wir gefallen uns in dieser Rolle und übersehen dabei, dass das, was man eigentlich sagen müsste, der hat aber generalstabsmäßig beurteilt, der hat generalstabsmäßig gedacht, der hat generalstabsmäßige Visionen entwickelt. Dass das niemand sagt, stört uns wenig, solange nur jemand sagt, wir haben generalstabsmäßig geplant. Aber ich glaube, dass genau dieser sokratische Dialog mit der Gegenrede in unseren eigenen Reihen zu verschwinden beginnt und erst recht an der Schnittstelle zur Politik.
Wir haben noch eine Frage hier vom Herrn Anwalt. Ja, Herr Brigadier, deine Forderung, dass die Politik von der militärischen Seite die nötigen Informationen braucht, um richtig handeln zu können, ist an sich völlig einsichtig. Die Geschichte zeigt allerdings genau das Gegenteil. Ich meine, wenn man die Barbara Tuchman mit der Torheit der Regierenden hier als Beispiel zeigt, immer wieder hören die Regierenden nicht auf die Ratschläge der entsprechenden Fachleute. Und es ist nicht nur die Barbara Tuchman oder Tuchmann oder was weiß ich, wie man das sagt. Schauen wir uns ein konkretes Beispiel aus der Marine der Deutschen an. Dönitz hat im 36er Jahr ein Kriegsspiel veranstaltet, wo er gemeint hat, er braucht ca. 300 U-Boote, um England von der Versorgung abzuschotten. Mit 30 U-Booten hat er angefangen und damit ist eigentlich rein militärisch der Krieg gelaufen gewesen. Weil dass sich ein Fachmann um den Faktor 10 verschätzt, ist eigentlich unmöglich. Und trotzdem ist es passiert. Also die Forderung ist an sich sehr, sehr gut, wird allerdings in der Praxis, ich weiß nicht warum, vielleicht haben die Politiker prinzipiell eine schlechte Meinung vom Militär, aber sie wird nie Ratschläge oder in den seltensten Fällen Ratschläge annehmen, die von dieser Seite kommen. Gebe ich dir vollkommen recht. Ich kann aber nur sagen, wenn dieser Angriff auf die Ukraine, Gutes kann man nicht sagen, aber etwas weniger Nachteiliges hat, dann ist das möglicherweise das Aufkommen des Bewusstseins, dass man auf eine politikbereichsübergreifende Planung des Militärs vielleicht in Zukunft doch eher hören sollte. Dass es in der Realität nicht so ist, ja, aber wir haben jetzt die Möglichkeit, uns hier, glaube ich, anzubieten. Ja, wir sind fast am Ende der Zeit. Der Herr General hat noch eine Anmerkung. Ich will noch mal auf das eingehen. Ich darf den Kommandanten Landesverteidigungsakademie, Generalleutnant Erich Tschitkowitz, und seinen Gast, den General Kai Rohrschneider, herzlich begrüßen. Bitte schön, Ihre Plätze. Bitte Ihre Frage, Herr General. Vielleicht noch mal eine Anmerkung zu dem, was gerade gesagt worden ist von Ihnen, Herr Oberst. Das mit dem Dialog finde ich sehr gut. Die Frage ist, ob Politik das auch will, dass wir in einen solchen Dialog eintreten oder uns zu einem solchen Dialog überhaupt einlädt. Wenn Sie mal schauen, wie viele aktive Soldaten sich äußern können in der heutigen Zeit, dann ist das sehr begrenzt. Dann ist das eigentlich der Generalinspekteur und, wenn ich auf Deutschland gehe, und der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes. Sonst sehen Sie eigentlich keinen, der sich in Uniform dazu äußert, aber eine ganze Reihe von Ehemaligen. Das ist schon eines der Probleme darin, wie will Politik, auch Militär, in einen solchen Dialog einbezogen wissen. Da mag es in Deutschland auch Vorbehalte historisch bedingt geben. Darauf will ich nicht weiter eingehen. Der Punkt ist aber der, dass ich schon feststelle bei unseren jungen Generalstabsoffizieren, dass sie im höchsten Maße allgemein gebildet sind, wirklich hervorragend ausgebildet sind und ich sie für einen solchen Dialog für ausgesprochen fähig halten würde. Was ich allerdings sehe, ist, dass sie schon Defizite haben in der Vorbereitung auf Verwendungen, die für sie anstehen, nämlich auf der operativen Ebene, wo sie als Planer gefordert sein werden, und auf der strategischen Ebene, wo sie sehr schnell eingesetzt werden, um einen militärstrategischen Ratschlag mit auszuarbeiten. Also irgendwo ist das ein ambivalentes Verhältnis. Wofür muss ich den Generalstabsoffizier vorbereiten und wofür brauche ich ihn und wie wird er in einen solchen Dialog einbezogen? Das nur als Anmerkung zu Ihrer Anmerkung. Danke. Herr General, ich denke an dem, was Sie abschließend gesagt haben, anknüpfend.
Wie sehr die Politik bereit ist, unseren Rat zu hören, können wir nicht wirklich beeinflussen. Aber ich denke, wir können von unserer Seite das Mögliche machen, um den Rat, den wir heranbringen, so wertvoll zu machen. Und Sie haben vollkommen richtig nach meinem Verständnis gesagt, dass wir sehr in der Planung, in der operativen Umsetzung penibel genau vorgehen, aber möglicherweise aus Zeitdruck in der Vorbereitung auf strategische Funktionen nachlassen. Und wenn wir uns, und das war auch Ziel meines Vortrags, dieses Stehen in zwei Steigbügeln nicht bewusst werden, dann werden wir diese politikbereichsübergreifende Ausbildung auch nicht wahrnehmen. Wenn wir unseren Generaloffizier damit nicht beaufschlagen, dann wird er diesen Rat auch nicht bringen können. Und solange die Politik sieht, dass ich in dem Militär einen militärfachlichen Umsetzer habe, er aber in einer politikbereichsübergreifenden Art, eingeschränkt natürlich auf das Thema der Sicherheit, mir keinen guten Rat geben kann, dann wird die Abneigung, uns einzubinden, natürlich noch höher. Und mein Votum war also zu sagen, wir müssen, glaube ich, unserem Generalstabsoffizier beibringen, dass politikbereichsübergreifendes Denken kein Kratzen am Primat der Politik ist, sondern wir tun es erstens entscheidungsvorbereitend und nicht entscheidend, und wir tun es zweitens nicht auf die gesamte Agenda einer Staatsführung, sondern eingeschränkt auf den Bereich der staatlichen Sicherheit. Und wenn wir dieses Selbstbewusstsein entwickeln, in diesem Bereich auszubilden, und wir haben, wenn wir das tun, meistens auch Rückgriff auf sicherheitspolitische Vortragende ziviler Universitäten. Wir haben das im eigenen Bereich auf universitärer Ebene, also den militärischen Lehrer in strategischer Bildung, eigentlich so nicht ausgebildet. Und das war eigentlich das Votum, auf das ich hinsteuern wollte. Herr Brigadier, lieber Wolfgang, herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und für die sehr interessanten und fordernden, herausfordernden Fragen. Gestatten Sie mir eine Anmerkung, nachdem ich einige Jahre in der Türkei verbracht habe. Die Amazonen haben keine pazifistische Strategie verfolgt. Athene war ja eine Amazone. War ja eine. Meine sehr geehrten Herr General, General Zitkowitz, wir sind ein bisschen aus der Zeit gelaufen. Ich bin aber dankbar, dass es so viele interessante Fragen gegeben hat. Mit Zustimmung des Herrn General Pleiner, der das nächste Pendel leiten wird, darf ich höflich ersuchen, einen kurzen Beinstrecker draußen wahrzunehmen und sobald dieser Beinstrecker vorbei ist, in etwa 10 Minuten wieder zum Pendel zu erscheinen. Herzlichen Dank.